Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Dieses Video richtet sich an alle YouTuber und die, die es gerne mal werden wollen. In diesem Video zeige ich dir einfach mal 6 Videoideen, die etwas aus der Reihe tanzen, die besonders sind, um mehr Besucher auf seinen Kanal zu locken und daraus auch möglichst viele Abonnenten zu gewinnen. Die erste Idee: Abo-Specials. Wenn euer Kanal 100 Abonnenten, 300 Abonnenten, 1000 Abonnenten erreicht hat, lasst euch irgendwas Besonderes einfallen. Es muss nicht direkt mit dem Thema eures Kanals zu tun haben. Ihr wisst ja am besten, was eure Videos darstellen sollen, welche Informationen sie rüberbringen sollen. Aber irgendwo etwas Besonderes, was jetzt der Zuschauer, der Fan nicht erwartet. Das könnte beispielsweise ein Gewinnspiel sein. Verlos irgendetwas von dir oder irgendetwas, was mit deinen Themen zu tun hat. Und sag einfach, jeder, der jetzt das Video kommentiert, innerhalb einer Woche, aus denen wird dann einer rausgesucht, der bekommt diesen Gewinn. Das funktioniert sehr, sehr gut, weil Gewinnspiele macht jeder mit. Ein Kommentar kostet nicht mehr als ein paar Sekunden, das einzutippen. Und vielleicht gewinnst du damit ein paar neue Abonnenten, aber definitiv einiges an Besuchern, weil erstaunlicherweise wird nach Gewinnspielen sehr, sehr oft gesucht. Die zweite Idee, Outtakes, lustige Mitschnitte, die eigentlich niemals an die Öffentlichkeit kommen sollten. Wenn du 100 Abonnenten oder mehr hast, hast du auch sicherlich einiges an Videos produziert und dabei sind Momente entstanden, die du niemandem zeigen möchtest. Lösche diese nicht sofort, sondern speichere sie dir irgendwo in einem extra Ordner und wenn du mal 4-5 Minuten zusammenbekommen hast, schneid es zusammen und lade es hoch. Was hat das für einen Effekt? Du hast ein bestimmtes Thema auf deinem Kanal und es ist klar, dass wir keine Profis sind in dem, was wir tun und das sollten wir auch den Menschen zeigen. Wir haben immer mal ein paar Schnitzer drin, Versprecher, wir ziehen ein lustiges Gesicht, eine Grimasse oder rutschen irgendwie aus, je nachdem, was du filmst. Zeig es einfach und zeig damit, dass du eine reale Person bist, eine Person, die Fehler macht. Du wirkst damit wesentlich natürlicher und authentischer, als wenn du ständig nur die perfekten Zusammenschnitte hochlädst, so wie du es geplant hast. Denn nicht alles läuft nach Plan. Und das wollen deine Besucher auch immer mal wieder sehen. Idee Nummer 3. 50 Dinge über dich, die deine Abonnenten unbedingt wissen sollten. Du hast deinen Kanal und die Leute sehen das, was du präsentierst an Informationen. Aber wer ist die Person hinter der Kamera? Wer bist du? Was sind deine Vorlieben? Was ist deine Lieblingsfarbe? Was trinkst du gerne? Und einfach so ein paar unsinnige Dinge, denn Informationen, die eigentlich keinen interessieren, die gar nicht wichtig sind, interessieren am Ende doch wieder irgendjemanden. Du zeigst damit einfach nur, eine reale Person zu sein und jemand, der auch sich für dieses oder jenes interessiert. Du bringst dich damit einfach interaktiv ein Stück näher zu deinen Abonnenten. Sie können sich mit dir besser identifizieren, als wenn du jetzt nur über deine normalen, geplanten Themen immer mal wieder Videos veröffentlichst. Idee Nummer 4 ist so ähnlich und ich beobachte das gerade sehr erfolgreich bei Kanälen, die einige tausend Abonnenten oder mehr haben. Sie nennt sich "Ich zeichne mein Leben" auf Englisch. I draw my life. Und man nimmt sich dazu einfach eine weiße Tafel, die man idealerweise abwaschen kann, diese Clipboards, dazu einen Textmarker und zeichnet einfach von der Kindheit an ein paar besondere Momente bis hin zu dem Zeitpunkt jetzt. Also wie man zu dem YouTuben gekommen ist, zu dem, was man tut. Und das Ganze dann im Zeitraffer. Da braucht ihr dann ein bisschen Ahnung, was das Videoschneiden angeht. Also ihr filmt euch in aller Ruhe bei dem, was ihr da zeichnet. Und beschleunigt das Ganze dann so und kommentiert das. Also es ist am idealsten, ihr zeichnet das, malt es auf, filmt das nur und den Ton legt ihr später drunter und sprecht dazu, was alles so in eurem Leben passiert ist. Das ist sehr interessant, weil die Leute sehen wirklich eine ganze Geschichte innerhalb von 5 oder 10 Minuten. Können sie einmal komplett mit euch gehen durch das Leben, das ihr bisher hattet und wie ihr zu dem gekommen seid, was ihr heute macht. Und das interessiert auch sehr, sehr viele Leute. Idee Nummer 5 und wir kommen jetzt mal zu den etwas aufwendigeren Geschichten. Interviews und Kanalvorstellungen. Kanalvorstellungen ganz einfach. Ihr sucht euch beispielsweise mal die Top 5 eurer YouTuber raus, die euch am besten gefallen. Ihr zeigt ein bisschen Videomaterial von denen, fragt sie aber bitte vorher, ob sie damit einverstanden sind und kommentiert das Ganze, warum ihr diese Person besonders gut findet. Ich finde es wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt, gerade die etwas kleinen Kanäle noch untereinander, die bloß ein paar hundert Abonnenten oder weniger haben. Sich einfach gegenseitig mal vorzustellen, anderen zu zeigen, hey, da ist jemand, der gefällt mir und vielleicht ist das auch jemand für dich. Und das kann man auch als Art Kooperation machen. Und Interviews, dazu nimmt man einfach Programme, wo man miteinander sprechen kann, sprich Skype oder Teamspeak und wie sie nicht alle heißen.
wenn ihr die Person nicht gerade nebenan wohnen habt. Oftmals ist es ja so, dass die YouTuber weit auseinander sind und trotzdem sie irgendwas miteinander verbindet, sie Gemeinsamkeiten haben. Und ladet jemanden ein zu einem Interview, lasst das dann mitschneiden von dem entsprechenden Programm mit Bild und Ton und ladet das hoch. Derjenige macht das vielleicht auch bei sich im Gegenzug und so greift ihr in die Abonnenten des anderen mit über und könnt euch gegenseitig unterstützen. Auch sowas habe ich in Planung und werde das demnächst öfter machen. Und Idee Nummer 6 bezieht sich darauf, dass man wirklich mal Kooperationen mit anderen macht. Unter den Spielekanälen ist es ja relativ einfach. Zwei, drei Leute steigen auf denselben Server ein und filmen das Ganze und nehmen gleichzeitig auch noch ihr Teamspeak auf, ihre Sprache. Für alle anderen ist es schon ein bisschen komplizierter. Das heißt, man sollte sich dann real mit denen treffen und macht zusammen Sport oder nimmt zusammen irgendein lustiges Video auf. Und somit passiert es, dass dann die Abonnenten sehen, hey Mensch, den kenne ich doch, weil deine Abonnenten gucken ja nicht bloß dich. Das wäre auch übertrieben. Nein, aber sie sehen dann, Mensch, den kenne ich doch, was macht denn der bei dem im Video? Und so entstehen halt Verlinkungen quer durch die YouTube-Welt, die irgendwo Interesse und Aufsehen erregen. Und ihr könnt wieder das gleiche nutzen, ihr ladet das Video jeweils auf eurem eigenen Kanal hoch und der Kooperationspartner auch dann auf seinem Kanal. Und somit macht ihr Werbung für euch gegenseitig. Das wird einfach gern gesehen, weil im klassischen Unternehmen, in der klassischen Selbstständigkeit ist es einfach so, jeder für sich. Jeder kämpft um seine Kunden, um seine Interessenten. Und das Schöne an YouTube ist, wir können zusammen was erschaffen, wir können zusammen was erreichen und damit viele hundert oder tausende von Besuchern begeistern. So, das waren jetzt mal 6 Ideen von mir für besondere Videos, die ihr vor allen Dingen dann einbringen könnt, wenn ihr eine besondere Abonnentenzahl erreicht habt oder wenn ihr versuchen wollt, einfach euren Besuchern einen Mehrwert zu bieten, was Interessantes, was Lustiges, was aus dem Rahmen tanzt, was sie einfach so nie über euch erfahren würden. Versucht es einfach mal, vielleicht habt ihr auch noch Ideen, ich möchte gerne auch wieder dazu lernen. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr schon mal gemacht habt und wie gut das angekommen ist bei euren Abonnenten. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Video.